du hast ein gutes Bild von dir, aber der Hintergrund sieht so aus, dann habe ich ein Tool für dich, der das weglässt. Unter bfpmaker.com kannst du dein Foto hochladen. Dafür klickst du auf Upload Foto, suchst dein Foto aus und er wird sofort den Hintergrund wegnehmen. Er macht dann ein paar Vorschläge, wie das aussehen könnte, aber du kannst einer anklicken mit dem Stift und dann die Sachen komplett anpassen. Erstmal würde ich die Größe anpassen, klicke auf dem Foto und die Transform-Werkzeug. Platzieren, wie es sein sollte, und dann kannst du unter Hintergrund entweder bei Kreativ oder bei Professional hast du ein paar schöne Möglichkeiten oder bei News hast zum Beispiel, ja, so eine finde ich gar nicht so schlecht. Falls du doch eine Farbe haben möchtest, klickst du auf Color und da kannst du sogar alle Farben eingeben, die du möchtest. Du kannst auch den Hexadezimalcode hier unten eingeben. Gut, gehen wir zurück auf mein Foto. Ich klicke auf das Bild und dann kann ich noch einen Schatten hinzufügen. Und es hat ein paar vordefinierte Schatten. Leider kann man nicht so genau einstellen, aber immerhin. Und unter Adjust, das ist auch nicht schlecht, kannst du das Foto ein bisschen heller oder dunkler machen, den Kontrast erhöhen oder noch die Saturation runter oder höher machen. Ich nehme wieder ein anderes Bild. Mir hat das besser gefallen als Hintergrund. Und eine letzte Sache zeige ich dir noch. Oben rechts hast du die Möglichkeit, statt ein Kreis, ein Rechteck oder eine abgerundete Form zu definieren. Ich lasse mal beim Kreis und dann können wir auf Download klicken. Wie gesagt, es ist gratis, braucht keine Registrierung. Und dann kannst du nachher, wenn du das Bild hast, auf LinkedIn gehen oder dein soziales Netzwerk und das Bild einfach hochladen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssli!